Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal No Time MMA. Die UFC Vegas Fight Night 53 ist vorbei. Ja, sie war heute Nacht bzw. heute Morgen bei uns wieder zu unserer deutschen Zeit. Und ja, Freunde, man muss wirklich sagen, das Main Event hat mehr als abgeliefert. Einfach unnormal krass, was das Bantam-Gewicht für geile Kämpfe in letzter Zeit liefert. Klar, lassen wir mal den Titelkampf von Aljamain Sterling und Petr Yan aus. Aber ansonsten, diese Bomben, die da getradet werden, immer im Stand. Und Bantam-Gewichtler sind einfach so agil, so schnell, halten viel aus. Und ja, haben auch Power in den Fäusten. Wir haben es gesehen. Chito Vera gegen Rob Font. Was ein brutaler Kampf, muss man an dieser Stelle so sagen. Chito Vera hat Rob Fonts Gesicht komplett auseinandergenommen. Er hat sein Gesicht richtig, richtig demoliert, hat ihn dreimal oder vielleicht sogar viermal gedroppt in diesem Kampf. Es war wirklich für viele ein möglicher Fight of the Year Contender. Wobei ich schon direkt sagen muss, der Kampf Khamzat gegen Gilbert Burns, ohne jetzt die Fanboy-Brille aufzusetzen, war einfach viel, viel, viel geiler. Ja, bei Rob Font, wir haben es gesehen, an Chito Veras Gesicht auch allgemein, hatte einen ordentlichen Pace geliefert. Ja, hat auch insgesamt 100 mehr Treffer gelandet als Chito Vera, aber er hatte null Schaden im Gesicht. Ja, während Chito Vera mit seinen Hooks, mit seinem Jab, mit seinem Knie, mit seinem Heel-Kick einfach unnormal viel Schaden an Rob Fonts Gesicht halt einfach abgeliefert hat. Wo man auch an dieser Stelle sagen muss, Alter, was ist Rob Font für ein tougher Motherfucker, dass er so viel Schaden, so eine brutale Schläge eingesteckt hat und trotzdem 5 Runden lang noch nach vorn marschiert ist, ja? Selbst in der 5. Runde hat Chito Vera Rob Font weiterhin ja fast angenockt, also wirklich auch wieder fast gedroppt und diese Runde auch dominant gewonnen, obwohl er mit den Schlägen, mit den signifikanten Schlägen im Hinten lag, ja? Und da muss man einfach den Power-Unterschied bewerten, deshalb haben die Leute auch einfach durch die Dropdowns, die Chito Vera halt gelandet hat, durch die Knockdowns und dann halt durch den Schaden, den er angerichtet hat, dann einfach den Kampf für ihn gewertet. Und Leute haben auf Twitter dann auch wieder solche ehrenlosen Memes einfach für Rob Font gepostet, die da richtig viral gehen und die machen sich über einen Kämpfer lustig, der wirklich sein Herz in diesem Oktagon gelassen hat, ja. Und da muss man einfach an dieser Stelle größten Respekt aussprechen. Chito Vera hat ungefähr vor 2 Jahren Sean O'Malley den Hype gestoppt mit einem brutalen Calfkick und hat ihn dann bearbeitet, hat ihn fast ausgenockt mit diesen Ellbogen. Und jetzt ist er einfach in der Top 5, während Sean O'Malley immer noch da oben rumsauert in der Top 15 und keine guten Leute kämpft und einmal im Jahr kämpft. Also ich muss Chito Vera an dieser Stelle wirklich Respekt zuschreiben. Damals kam dieser Knackpunkt, wo er es wirklich Richtung Champion-Status einfach schaffen wollte. Er ist ein UFC-Veteran, hat eine sehr, sehr gute Statistik mittlerweile, ist jetzt auch auf einer 4-Kampf-Siegesserie und verdient jetzt einfach einen Mega-Kampf. Corey Sandhagen versus Chito Vera wäre mega, mega geil. Beides Top-Mix-Martial-Arts-Kämpfer und man gönnt es ihm und seiner Familie. Hat er viel, viel aufgebaut und ja, jetzt kommen die dicken Paychecks, Freunde. Schreibt mal auch mal in die Kommentare, lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal hier bei No Time MMA.